Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe das Rollei Lumen Ringlicht jetzt schon eine Woche und ich konnte es ausreichend testen und ich will euch heute mal erzählen, ob es das beste Licht ist für 2020, für YouTube-Videos oder generell für Fotografie und Videografie. Viel Spaß mit dem Video! Dieses Video ist in drei Teile eingeteilt. Zuerst will ich erstmal ein bisschen allgemein über das Ringlicht sprechen. Danach will ich euch zeigen, wie das Ringlicht in der Fotografie und in der Videografie eingesetzt werden kann und wie mein Fazit schlussendlich zu dem Ringlicht ist, welche Vor- und Nachteile es gibt. Das Rollei Lumen Ringlicht kommt mit zwei Lithium-Ionen-Akkus, die jeweils 4400 mAh Akku haben. Und dadurch kommt man mindestens 4 Stunden durch Fotoshootings oder Videodrehs. Die Helligkeit des Lichts beträgt 3600 Lux bei einem Abstand von 0,5 Metern und 2827 Lumen. Man kann etwa schon an der Helligkeit jetzt sehen, wie hell das Licht sein kann. Das ist jetzt noch nicht auf voller Helligkeit, ist ungefähr auf 85% der maximalen Intensität bei 5500 Kelvin. Um bei Kelvin gleich zu bleiben, das Ringlicht hat einen Farbtemperaturregler von 3300 Kelvin bis 9999 Kelvin. Außerdem hat das Ringlicht eine Farbtreue von 95% CRI, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Außerdem verbraucht das Ringlicht bei Strombetrieb etwa 90 Watt. Das Coolste, was es bei sehr vielen Ringlichtern natürlich nicht gibt, ist einerseits, dass es ein RGB-Ringlicht ist. Das heißt, ihr habt die Auswahl zwischen verschiedenen Farben, um genau zu sein, von mehr als 300 Farben, welche sich sehr, sehr cool in der iOS- bzw. Android-App Rollei Lumen steuern lassen. Dazu werde ich später auch nochmal die App mir genauer anschauen. Kommen wir nun noch kurz zur Verarbeitung. Das Ringlicht besteht aus hochwertigem Hartplastik und das Einzige, was mir eigentlich negativ aufgefallen ist am Ringlicht, ist, dass die Schraube zum Verstellen der Neigung des Ringlichts manchmal sich etwas lockert, gerade wenn man in einer diagonalen Position des Ringlichts arbeitet. Da ist mir schon ein, zwei Mal vorgekommen, dass das Ringlicht leicht nach vorne klappt, relativ langsam. Es ist jetzt noch nicht nach vorne umgefallen. Da muss man einfach nur ein bisschen darauf achten, dass man das Ringlicht ordentlich zuschraubt, dass es wirklich fest sitzt. Also am besten noch einmal hin und her wackeln und testen, ob das Ringlicht fest an seiner Position sitzt. Primär ist ein Ringlicht aufgrund seiner Bauart natürlich für die Fotografie geeignet und auch dafür konzipiert. Im Besonderen kann man da noch mal hervorheben, dass das Ringlicht besonders für Porträtfotografie geeignet ist. Dies liegt im Besonderen darin begründet, dass das Ringlicht, wie es schon der Name sagt, einen Ring darstellt und eine Ringleuchte darstellt, welche sich natürlich bei Porträtfotografien von Menschen innerhalb des Auges widerspiegelt. Ich denke mal, jeder hat solche Fotos schon gesehen, bei denen das Porträt oder das Fotomodell einen Ring in den Augen zu sehen hat und idealerweise auf beiden Pupillen, welches dann das Porträt bzw. das Gesicht der Person nochmal besonders hervorhebt und die Augen vor allem sehr in den Fokus setzt. Mag man zum Beispiel nicht die Ringreflexe in den Augen, so kann man zum Beispiel einen Diffusor nutzen, diesen vor das Ringlicht halten und dadurch das Licht noch softer machen und die Ringe in den Augen verschwinden lassen. Dadurch entsteht eine große Softbox, welche auch für Porträtfotografie oder für die Fotografie im Allgemeinen sehr gut verwendbar ist. Mit der Auswahl von 300 verschiedenen Farben kann man besonders viele kreative Möglichkeiten oder kreative Fotos entwickeln und diese dann auch mit diesem Ringlicht umsetzen. Und ich muss sagen, ich habe das mehrfach ausprobiert und es macht wirklich echt Spaß, so ein bisschen rumzuprobieren, welche Farbe passt jetzt wirklich. Es müsste vielleicht noch ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller, ein bisschen entsättigter das Licht oder die Farbe und das macht halt einfach super viel Spaß. Kommen wir nun zum Videobereich. Klar, es ist ein Dauerlicht, man kann es natürlich auch als Softbox für Video nutzen. Dabei ist es möglich, wie auch schon in dem Fotografie-Part gesagt, wenn man zum Beispiel nicht auf diese Lichtreflexe in den Augen steht, einen Diffusor zu nutzen, um das Licht noch softer zu machen. Außerdem hat das Rollei Lumen Ringlicht eine Halterung für einen Blitzschuh, auf dem man zum Beispiel eine Handyhalterung oder ein Kameramount positionieren kann und dadurch kann man zum Beispiel auch perfekt für Video sein Handy oder seine Kamera direkt mittig auf dem Ringlicht positionieren und einfach nur das Video starten und hat direkt perfekt vor der Kamera alles ausreichend ausgeleuchtet. Außerdem kann man sehr viele verschiedene Lichtsettings mit dem Rollei Lumen Ringlicht ausprobieren. Entweder man hat, wie schon erwähnt, in dem Fotopart das frontale Ringlicht, welches mittig der Kamera sitzt, um die Lichtreflexe in den Augen, die Ringlichtreflexe in den Augen darzustellen. Jedoch ist das Rollei Lumen Ringlicht auch für andere Lichtsettings geeignet. So zum Beispiel kann man das Ringlicht auch vertikal 45 Grad über einen positionieren, um leicht angestrahlt zu werden, um seitlich leicht angestrahlt zu werden
und eine schöne Dynamik im Gesicht bzw. um eine Plastizität darzustellen. Als drittes Lichtsetting kann man theoretisch auch das Rolleilumin-Ringlicht horizontal positionieren und zum Beispiel von oben oder von unten etwas anstrahlen. Dieses bietet sich auch für sehr, sehr viele kreative Möglichkeiten an. Ich glaube, da ist eigentlich jeder Kreativität keine Grenzen gesetzt. Kommen wir nun noch zur App. Die App ist eigentlich mit das Hauptfeature und das Coolste an der ganzen App, denn man muss natürlich nicht an dem Gerät immer die Farbtemperatur einstellen und die Lichtwerte, die Helligkeiten. Das kann man zwar dort alles machen, wenn man das dort machen möchte über einen Drehregler, aber wenn man es einfach haben möchte, kann man direkt die Farbe auswählen in der App. Die App heißt Rolleilumin App und findet man in jedem App Store und Google Store. Dort einfach mal nach Rolleilumin App suchen. Wenn wir die App öffnen, sehen wir sofort einige vorgefertigte Presets und einige verschiedene RGB-Farben. Man kann dort so aus den Grund-RGB-Farben auswählen und die sofort anklicken und dadurch wird die Farbe automatisch ausgewählt. Außerdem haben wir einige Presets für verschiedene Kelvin-Standards, zum Beispiel 5500 Kelvin für ein normales Tageslicht, aber auch eher kälteres oder wärmeres Licht. Darüber haben wir einen Drehregler, welcher die Intensität darstellt. Man kann quasi die Intensität von 100% bis runter auf 20% per Schieberegler auswählen. Darüber sehen wir noch einen Farbkreis, aus dem wir sogar noch intensiver oder noch detaillierter eine bestimmte Farbe auswählen können. Also wollen wir zum Beispiel ein entsättigtes Blau, gehen wir einfach auf den Farbregler, wählen ein entsättigtes Blau aus, können dann dementsprechend auch noch die Intensität anpassen. Außerdem gibt es auch verschiedene Presets, die noch einen Farbwechsel darstellen. Die ist vielleicht eher interessant, wenn man ein Studio aufbaut, welches ein bisschen Farbstimmung oder wechselnde Farben im Hintergrund nutzen soll. Genau, einfach das. Da kann man verschiedene Presets ausprobieren und selbst einspeichern. Die Frage ist jetzt natürlich, wie funktioniert diese App oder wie connectet diese App mit dem Ringlicht? Also wenn wir das Ringlicht angeschlossen haben per Akku oder per Stromkabel, dann wird es automatisch in das Bluetooth-Signal von dem Ringlicht ausgesendet und wir müssen einfach nur in unsere ganz normalen Bluetooth-Einstellungen gehen und dort wird das Licht uns dann angezeigt. Das koppeln wir dann einfach, öffnen die App und eigentlich ist es dann auch schon getan. Es ist dann connected und wir können automatisch die Farben ändern. Also das ist, glaube ich, so easy, habe ich das noch in keinem Fall gesehen bei solch einer Lichttechnik. Also das ist echt super, super gut gemacht und super cool gelöst. Kommen wir nun zu meinem abschließenden Fazit. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Licht. Man kann wirklich so viele mögliche Lichteffekte machen, sei es mit Farbe, mit Helligkeit. Man kann verschiedene Lichtstimmungen erzeugen und das ist einfach super cool. Bei diesen Preisen natürlich, also der Preis ist natürlich relativ hoch für ein normales Ringlicht. Wer jetzt nur nach einem normalen Dauerlicht sucht, welches nur eine Helligkeit bzw. maximal Kelvin-Regler hat, dann seid ihr da vielleicht ein bisschen falsch beraten, aber wenn ihr zum Beispiel Funktionen wie das RGB-Licht oder halt wirklich diese Funktionalität per App nutzen wollt oder auch mobil nutzen wollt, dann ist dieses Ringlicht wirklich perfekt für euch und ich kann es euch nur empfehlen. Man kann also sagen, das Ringlicht ist zwar auf den ersten Blick eher was für die Fotografie, doch meiner Meinung nach kann man dieses Ringlicht auch super für Video nutzen. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen, dafür ist diese Technik einfach super gut und man kann ein bisschen rumspielen damit und einfach gute Ergebnisse und gutes Licht und vor allem konsistentes Licht, welches kein Flackern bietet, darstellen. So, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch das Ringlicht ein bisschen näher bringen. Lasst mich doch bitte wissen, wie ihr das Video fandet in den Kommentaren und was ihr vielleicht in der nächsten Zeit sehen wollt von mir. Ich habe jetzt in Zukunft ein bisschen mehr Zeit und kann einige Videos machen. Ich habe mir schon ein paar Projekte überlegt. Aber was wollt ihr dann zum Beispiel gerne sehen rund um Thema Fotografie oder Videografie? Schreibt mir doch bitte einfach hier unter diesem Video oder über meinen Instagram-Account per DM. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fotografieren. Bis dann!